Europa ist nicht Lampedusa. Es ist unsere Zivilisation. Europa ist nicht die Organisation von Brüssel. Schon gar nicht eine Währung oder eine Zentralbank. Europa ist kein Allerweltsland ohne Grenzen. Europa ist kein afrikanisches Land und schon gar nicht das Land des Islam. Europa ist weder Hässlichkeit noch Nichtkunst. Europa ist der Kontinent der Europäer. Europa hat eine Geschichte von Jahrtausenden und die Stärke von über 700 Millionen Europäern. Europa ist eine Identität, eine europäische und christliche Zivilisation. Europa, das sind die griechischen Tempel, die römischen Aquädukte und Theater, die romanischen Kirchen und die gotischen Kathedralen, die Renaissancepaläste, die großen Stadtplätze, die Beginenhöfe, die Barockkirchen, die klassischen Schlösser und Jugendstilbauten. Europa, das sind wilde Küsten, majestätische Berge und friedliche Flüsse. Europa ist das Gefühl von der Natur. Europa ist eine Landschaft vom Menschen geformt, von den Poldern zu dem Bocage, von den Weiden zu den Terrassenfeldern. Europa ist das Land von Apfel und Olive, von Wein und Hopfen. Europa ist nicht das Land der künstlichen Nahrung, es ist das Land einer Esskultur, die sich in Öl und Butter, in Wein und Bier, Brot und Käse, Wurst und Schinken ausdrückt. Europa ist nicht die Welt abstrakter Konzepte, sondern die Kunst der Repräsentation. Von Praxiteles bis Rodin, von den Fresken von Pompeji bis zur Sezession zu Wien. Europa, das ist keltische Vorstellung und christliches Mysterium. Europa ist die Zivilisation, die den Stein in Licht und Raum verwandelt. Europa ist das Ablehnen der Verrohung. Es ist die Kultur des polyphonischen Chores und des Symphonieorchesters. Europa ist nicht die Welt eines Wüstendämons, sondern die Zivilisation, die die Frau ehrt. Als Göttin, Mutter oder Kriegerin. Europa ist die Kultur des Rittertums und der höfischen Minne. Europa ist nicht das Land der Überwachung, es ist die Heimat der Freiheit. Griechisches Bürgerrecht, das Forum Romanum, die englische Magna Carta von 1215, die freien Städte und Universitäten des Mittelalters und das Erwachen der Nationen im 19. Jahrhundert. Europa ist literarisches und mythologisches Erbe. Homer, Virgil, Hesiod, die Edda, das Nibelungenlied und die Artussage. Es ist Shakespeare, Perrault und die Gebrüder Grimm. Europa ist der Geist der Erfindung und der Eroberung. Leonardo da Vinci und Gutenberg, die Karavellen, Heißluftballone, der Beginn der Luftfahrt und Ariane und die über Meere gespannten Brücken. Europa inkarniert sich in den Helden, die es über Jahrhunderte hinweg verteidigt haben. Leonidas und seine 300 Spartaner, die Griechenland vor Asien gerettet haben. Scipio Africanus, der Rom vor Karthago rettete, Karl Martell, der die arabische Invasion aufhielt, Gottfried von Bouillon, der das Heilige Land befreite und das fränkische Königreich Jerusalem schuf. Europa ist auch Ferdinand von Aragon und Isabella, die Katholische, die Grenada befreiten, Ivan der Schreckliche, der die Mongolen aus dem heiligen Russland vertrieb und Don Juan von Österreich, der die Türken bei Lepanto schlug. Europa besteht aus wichtigen Orten, der Parthenon, der Markusplatz, der Petersdom zu Rom, der Turm von Belem, Santiago de Compostela, der Mont Saint-Michel, der Tower zu London, das Brandenburger Tor und der Kreml. Das ist das Erbe unserer Zivilisation. Heute scheint Europa der kranke Mann der Welt zu sein. Es wird gezwungen, sich schuldig zu fühlen, wird kolonisiert und geschwächt. Aber das ist nicht tödlich und wird nicht andauern. Beenden wir diesen Niedergang und finden wir gemeinsam den Faden unserer langen Erinnerung wieder. Hören wir auf die Worte der Hoffnung des französischen Schriftstellers Dominique Venner. Ich glaube an die besonderen Qualitäten der Europäer, die für eine Zeit in Schlaf gefallen sind. Ich glaube an ihre Fähigkeit zu handeln, ihren Erfindergeist und das Erwachen ihrer Energie. Die Erweckung wird kommen. Wann? Das weiß ich nicht. Aber ich habe keinen Zweifel, dass es geschehen wird.